Ja, hallo und herzlich willkommen heute hier aus meinem Superbeet vorm Hofladen. Es wird bunt, rot und gelb im Untergrund und dieses Jahr haben wir eine kleine Überraschung geplant. Hier kommen Hanging Baskets hin, die werden aber erst nächste Woche aufgehängt, weil da muss der Beton noch ein bisschen aushärten. Und ich erkläre gleich mal ein bisschen, wie so eine Beetplanung überhaupt funktioniert. Ja, am Anfang kommt der neue Katalog vom Jungpflanzenlieferanten und dann schwelge ich natürlich so ein bisschen in den ganzen Neuheiten und suche mir das aus, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Und danach entsteht dann so eine Idee, also erst eine Liste mit den ganzen Pflanzen und dann kommt halt die Idee, wie es halt gepflanzt werden soll. Ach, ich wollte unbedingt mal was Etagiertes machen, also einfach mal ein bisschen hier mit der Höhe spielen. Deswegen haben wir hier gerade so ein paar Mata-Pfähle eingelassen, ne? Und da kommen nächste Woche, wenn der Beton ausgehärtet ist, kommen hier so, ich sag mal so Körbe dran, Pflanzkörbe. Und das soll dann halt wie so ein Wasserfall hier herunterkommen und sich dann in der Mitte mit der Bepflanzung von unten treffen. Für unten ja, für oben nicht. Oben haben wir dann Blau, also verschiedene Töne von Blau und Flieder, so dass man zwei Farbkonzepte hinterher sieht. Das ist der Plan. Ich habe stehende Petunien, Strohblumen, Zigarettenblume, Goldmarie und Kartoffelblume und Tagetes. Ja, aber eine ganz andere Tagetes, die man so eigentlich gar nicht kennt, nämlich die Lakritz-Tagetes. Die kennt ja kaum einer, die kommt dann noch dazwischen, so ein bisschen für den Duft. Hier habe ich so ein paar Selbstaussaaten, die werden in sogenannten Quickpots ausgesät und die haben dann ganz kleinen Wurzelballen, die setze ich jetzt überall dazwischen und man wundert sich, wie groß die nachher sind. Das ist halt eine besondere Tagetes und da freue ich mich schon drauf, weil die duften so schön. Wir pflanzen hier mit einem Pflanzabstand von 20 cm. Das ist ungefähr so eine Handspanne, weil wir wollen ja auch, dass das hinterher schön dicht alles ist und die Erde nicht so zu sehen ist. Hat auch den Vorteil, dass dann das Unkraut nicht so stark durchkommt. Ja, jetzt mache ich hier eine bunte Mischung und versuche das alles gleichmäßig zu vermischen. Und es sieht ganz gut aus. Oder, Susanne? Auf jeden Fall ist es immer ein großer Spaß für mich, dieses Beet zu planen und zu bepflanzen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass es so klein ist, weil das hat dann doch eine gestalterische, ist halt gestalterisch eine besondere Aufgabe, so ein kleines Beet zu bepflanzen. Ich würde auch ganz gerne mal wieder ein richtig großes Beet bepflanzen, wo man vielleicht irgendwie einen Fluss durchpflanzen kann mit einer blauen Blume, also sowas in der Art.